Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladum zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Diese Level dort, die ihr dort unten seht, die Finalizer Level, die werden wir heute nicht nochmal angehen. Ja. Eventuell kann ich euch ein bisschen was zeigen, was ich rausgefunden habe. Ich habe rausgefunden, wie man rein theoretisch das schaffen kann, aber erstmal werden wir heute ins nächste Level weiter starten und versuchen, das nächste Level zu 100% zu machen. Das ist nicht hier. Und dazu müssen wir mal auf die Karte gehen. So, hier sind wir auf dem Nima Außenposten. Wir werden direkt mal angegriffen. Ja, ich sag nur, das letzte Level ist dann einfach unvollständig beendet und wir werden das halt später nochmal machen. Ich werde da später nochmal zurückkommen und mal das ein oder andere dort zeigen, was freischaltbar ist. Ich werde das Offscreen mal ein bisschen spielen und euch dann an einem späteren Zeitpunkt zeigen, was ich dort freigespielt habe, weil ja, es ist halt ein bisschen knifflig, das Teil, und dann ja, ihr werdet es nicht leer ausgehen. Ich zeige euch, was Phase ist, und dann irgendwie kriegen wir das schon hin, aber jetzt ist erstmal dieses Levelchen dran. Wir sind die Reihe. Oha, das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, hier ist noch viel zu erledigen in diesem Level. Zum einen diese Waschmaschinen zu zerstören, die wir gerade eben schon ein paar zerstört haben. Zum zweiten der wahre Jedi zu werden, den ihr dort oben vielleicht seht. Und Schatzgegenstände finden, alle Schatzgegenstände finden. Und dann gab es noch die Aufgabe gegen, also drei Sturmtruppler mit solchen großen Viechern zu besiegen. Das werden wir heute wahrscheinlich schaffen. Nur wahrscheinlich, sage ich, weil wir es beim letzten Mal nicht geschafft haben. So, ich hätte gern, kann ich dieses Level mit anderen Charakteren machen? Ich würde das heute so gerne mit wieder mit Charakteren machen. Die es noch nicht im Story-Modus gab. Ich weiß aber noch nicht, ob das so möglich ist hier. So, okay, das ist gut. Ist auch ein bisschen verwirrend, den Finn dort in Stormtrooper Outfits zu sehen und von anderen Stormtroopern angegriffen zu werden. Weiß nicht, wer von denen Finn ist. Und deshalb nehmen wir uns jetzt mal Finn vor und verwandeln ihn in den netten. Ja. R5J2. So, Druiden sind heute dran. Ich weiß nicht, inwiefern die kämpfen können. Ja, die können nämlich auch kämpfen mit diesem. Die haben so einen Laser. Das finde ich ganz interessant. Kann man mal versuchen, die Kämpfe damit zu bestreiten. Natürlich die Quests nicht vergessen. So, jetzt haben wir hier R5J2. Da gibt es natürlich auch noch den hier. Ein G-Traff. Okay. Das sieht fetzig aus. Und den, ich dann gebe es noch R3PO. Ja, drei Druidensorten. Und alle von der ersten Ordnung, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Finde ich auch interessant, die mal zu zeigen. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Natürlich ein bisschen umständlicher. So musste man kurz die zweimal Steine einschalten, damit wir das noch schaffen, die den wahren Druiden. Okay, jetzt brauche ich wieder einen Menschen. So, dann kann der das mal aufbauen hier.
Habe ich immer zwei Roboter, die mich verfolgen. Der rote ist sowieso nicht so ultimativ. Achso, der rote, den habe ich gerade. Okay, dann machen wir das so hier und den roten mache ich zum Menschen. Dann habe ich jetzt zwei Druiden hinter mir her. Das ist nice. So, hier wieder ein roter Druide. Passt doch super. Den haben wir doch. Das ist doch. Ist doch, es war doch sogar der, oder? Ist doch der hier, den wir gerade gepuzzelt haben, oder? Nice. Oh, Laserschwert. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Laserschwertkämpfer. So, wir müssen natürlich auf die Waschmaschinen achten. Waschmaschinen leben länger mit Druiden. Nicht wirklich. 2 von 4. Irgendwo verstecken sich also noch 2 Waschmaschinen. Die leben also hier nicht so lange, weil ich sie zerstöre. Was? Wer hat da meinen Druiden zerstört? Du dort oben. Jetzt gibt's aber heftig Ärger. Niemand greift meinen Druiden an. Hey. Da muss man zu Poe wechseln. Lass meinen Druiden in Ruhe. Feigling. Was? Der ist ausgewichen. Gibt's doch ja nicht. Scheiße. Bin ich verreckt. Lass meinen Druiden in Ruhe. Du Pappnase. Ich sagte, lass meinen Druiden in Ruhe. Hast du mich nicht gehört? So, wo ist dein Kumpel? Da ist der, dein Kumpel. Nasekratz. So. Dann kommt mal mit, ihr beiden. Wahre Jedi sind wir fast. Sieht schon sehr gut aus. Und wo ist die. Wo sind die letzten beiden Waschmaschinen? So, hier noch was zerstören. Oh! Und da kann der Poe wieder was aktivieren. Nein! Die Stats hätte ich gebraucht. Oh, Druiden. Na gut, könnt ihr mal. Nein, kannst du nicht. Kannst du. Oh nein, das muss. Ich würde sagen, das muss wohl BB-8 machen. Ist aber auch ein Druide, dann passt das. Mario Jedi, cool. BB-8 kann aber auch so kämpfen. Nice! So, wahre Jedi haben wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch die Schatzgegenstände finden. Und mit diesen großen Viechern die paar Dinger umreiten. Wird doch schaffbar sein, oder? So, da können die Druiden leider nicht hoch. Ja, die Stats müssen wir jetzt nicht mehr so dringend einsammeln, aber deiner hat sich in Schulifarbe verändert. So. Dann mal da hoch. Ach so, nee, da brauche ich Way für. So, jetzt haben wir es. So, ich gehe einmal rüber. Oh, kommt da zurück, der Stab. Und hier brauchen wir wieder den Kumpel. Jetzt hing das Spiel langsam. Gerade. Was sag ich, was rede ich da eigentlich gerade? Jetzt hing das Spiel langsam. Gerade. Ja, ist heute auch nicht so mitsprechen. Oha, da brauche ich den Darth Vader. Los, Herr Vader. Du bist nicht Darth Vader. Nö. Bist du nicht. Du auch nicht. Aber du. So. Die Macht ist mit dir. Ein Minikit. Sind aber noch nicht alle Schatzgegenstände, daher muss ich hier wohl noch weitersuchen.
das mal für BB-8 aufbauen. Das kann, glaube ich, auch nur BB-8. Die anderen Droiden können es nicht tun. Ups, da ist er drüben. Okay. Und Ray hängt hier noch hinten rum. Alles klar. Ein Droiden-Level. Heute ist Droiden-Tag. Nicht nur Level, sondern Droiden-Tag. Okay. Nice. Der Weg ist frei. Ja, ist aber kein Droide. Sie auch nicht. Du wirst mal zu dem Kumpel hier. Guck ich mal, was der kann. Jo, der kann auch gut kämpfen. Der schlägt einfach zu mit seinen kleinen Metallic-Fäusten. Hau! Hau, ruck! Zack! Oh, Waschmaschine. 3 von 4. Eine vierte bräuchten wir noch. Müssen wir wieder aufbauen. Was Akbar willst du dafür haben? Quatsch. Was brauchst du denn Akbar dafür? So, jetzt brauchen wir Ray für. Oder Luke. Das geht natürlich auch. Nur Luke. Der kann das auch. Mit seinem Laserschwert. Wieder etwas hergerichtet. So. Dann haben wir eine Apparatur. Genauso. Inwieweit wird sie uns helfen, die Apparatur? Na toll, bin ich jetzt hier hinten. Was soll denn der Mist? So, dann kommen wir hinterher, Way. Nicht immer dort hinten feststecken, sondern auch mal nachkommen. Wäre mal ratsam. So, hier mal längs. Wir brauchen dich da hinten mal. So ordentlich. Jetzt sind wir ja so schon zu zweit. Und das Teil einmal drehen. Und ja, ich dachte drehen. So ordentlich. Oh. Da kann jetzt auch der BB-8 drüber. Bestens, sind wir wieder zu dritt. Und dann er wieder. Und er wieder. Und dich hätte ich gerne so. Mal gucken, wie lange wir weiterkommen. So. Dich habe ich. Dich habe ich. Kaputt hau. So. Dich auch kaputt hau. Blechmaschine schlägt Blechmaschine. Und die Spülmaschine. Waschmaschine. 4 von 4. Trashmaschinen. Und nun, was haben wir noch für Herausforderungen zu meistern? Diese Bestien dort auf 3 Sturmtruppler zu reiten und alle Schatzgegenstände zu finden. Schatzgegenstände. Habe ich auch noch keine gesehen. Das wird natürlich wieder mal knifflig. Schatzgegenstände. Bin ich wahrscheinlich dran vorbeigefahren wieder. Kannst du bauen? Und wahrscheinlich mal nicht, oder? Ist kein Baudruide. Muss mal kurz zu ihm hier rüber wechseln. Dann lässt es glatt schweben. Also dann wirst du mal wieder zu IBL. Und hui! Ist die Türe offen. Und du kannst mal hierher kommen. Druidengruppe. Druidenteam. Schatzgegenstände. Zeigt mir die Schatzgegenstände. Ich brauche noch ein paar Schatzgegenstände. Kann ich den eigentlich reiten, auch als Druiden? Nö, leider nicht. So, einmal X und dann. So, jetzt bräuchte ich nur noch 3 Sturmtruppler, die ich besiegen könnte. Jupp,
Jetzt habe ich es irgendwie hingekriegt. Sturmtruppler. Ich brauche 3 Sturmtruppler. Hat jemand 3 Sturmtruppler für mich? Ah, da sind 3 Sturmtruppler. 1, 2, Nummer 3. Perfekt. Lügerbestien-Dompteur. Okay. Jetzt brauche ich nur noch einen Schatzgegenstand. Am besten alle. Okay, was macht er hier? So, Schatzgegenstände, Schatzgegenstände, Schatzgegenstände. Wo kriege ich die her? Da könnte unter Umständen eins drin sein. Den Schatzgegenstand. Okay, da muss ich absteigen und mal jemanden mit Blaster holen. Wer hat denn Blaster? Er hier zum Beispiel, er hat Blaster. Mal so einen Weg wie die Welt. Ich muss mal was hier abballern. So. Steinmultiplikator mal 4. Cool. Dann werde ich mir gleich mal freischalten. Und alle Schatzgegenstände gefunden. Haben wir jetzt alle Quests? Jo, sieht nach 100% aus. Weiter geht's. Können wir das Level endlich beenden. So, hier noch durch. Und zack. Hervorragend, haben wir das auch noch mit Struiden abgeschlossen. Wahre Jedi. 2 von 5. Alle Sammelgegenstände finden. 3 von 5. Lugarbestien-Dompteur. Trash-Maschinen. Rote Stein. Minikits. Hugens. Igel 21 Amps. Da war ein Marsk. Ich kann die aussprechen, eine Konsambel zu Vivu, so ähnlich. Perfekt, 100%ig. Weiter geht's. Ich denke, noch ein letztes Level können wir machen. Ein bisschen Zeit ist noch da. Ansonsten müssen wir das einfach beenden und den nächsten Part fortsetzen. Geht ja. Bei Let's Plays geht das ja. Ja, geht weiter mit Druiden-Chaos. So, Angriff auf den Schrottposten. Hier geht es nur noch um die Schatzgegenstände. Hervorragend. Also, habe ich wohl schon ordentlich aufgeräumt im Story-Modus. Muss ich nur noch die Schatzgegenstände finden, die ich im Story-Modus nicht gefunden habe. Ich werde mal versuchen, mit denen hier zu kämpfen. So. Auf die Fresse. So, zack. Geht zwar ein bisschen langsamer, aber... Okay. Er ist hinüber. Nee, dich will ich nicht. Du kannst nicht kämpfen. So. Ich spiele den Schwarzen einmal. Was? Das ist nicht rassistisch, er ist wirklich schwarz. Das ist ein schwarzer Druide. Kein Rassismus gegen Druiden, bitte. Die haben auch ein Herz. Nein, haben sie nicht. Nicht wirklich. Ich fürchte, dafür brauche ich jetzt einen Menschen. Ja, komm. So, hier ist was aufbaubar. Ja. Das ist der erwünschte Effekt. Keine Sturmtruppler mehr. Brauchen wir uns nicht ewig damit aufzuhalten. So, dann hier mal was aufbauen. Das können Druiden nämlich nicht. So leid es mir tut, aber das können sie nicht. Dazu sind sie unfähig. Ach, Ray, du musst das machen. Na gut, mach mal. Dann dreh mal. Nasekratz. Und nu. Da hochschwingen. So, da kann ich noch was freischalten. Jupp, da kann BB-8 mal lang. So, hops. Okay.
Das sieht hilfreich aus. Naja, so geht's auch. So kommt man auch nach oben. Was hat er gerade gebackt? Kommt einer von denen nach? So, jetzt sind wir wieder alle Menschen, aber ich brauche auch zwei Menschen hier, um das zu schieben. Schatzgegenstand, wo könnte der Schatzgegenstand sein? Nur da unten. Luke. Schieß. Oder so auf dein Laserschwert, das geht auch. Okay, da oben habe ich nichts vergessen, oder? So, dich auch noch. Schatzgegenstände finden ist natürlich von Vorteil, wenn wir das hier heute noch schaffen. Ich weiß nicht, ob das schon der nächste Part ist oder auch noch derselbe. Kann natürlich sein, dass das schon der nächste ist. Aber ich weiß es nicht, das sage ich euch. Das kann ich euch erst im Schnitt sagen und dann werde ich es nicht sagen. Ich werde nicht extra noch ein Schnittvideo dazu machen. So. So sind die Schatzgegenstände. So wohl kaum. Ach, der kämpft mit der Macht. Ist das interessant. Hier kann ich einfach stehen bleiben. Er schießt einfach irgendwelche Machtstrahlen ab. Das ist faszinierend. Und so geht es natürlich auch. Da kommt Nachschub. Jo, ich brauche mich gar nicht ducken. Ich habe die Macht. Mich alle mit meiner Hand niederzustrecken. Oder ihr streckt mich mit eurem Blaster nieder. Was zuerst passiert? Was 3 von 12 erst? Das kann auch dauern. So und nun. Der stellt sich da einfach so hin. Außerhalb der Deckung. Glaubt man gar nicht. Sieger kein Druiden mehr. Doch, da ist noch einer. 4 von 12. Da kommt der Rest. Zack. Die ist quasi schon im Anlauf. Kriegen könnte. Ich brauche mich nicht zu drücken. Ich bin Jedi. Ich erledige euch mit meiner bloßen Macht. Die Macht ist stark in mir. Die Druiden können hier, glaube ich, nicht kämpfen, oder? Nö, Laserschocks gehen, glaube ich, nicht über diese Entfernung. So, 12 von 12. Haben wir es jetzt? Hey, was ist das? Sie haben was von diesen Kisten runtergeschossen. Schatzgegenstände? Könnte ich gerade gebrauchen. Ein paar Schatzgegenstände. Braucht ihr da drüben eventuell mal BB-8? Ja, von einer Bombe mitgerissen. BB-8. So, einmal hier durch, bitte. Hier dann mal hoffentlich einen Schatzgegenstand finden. Irgendwo. Wird wohl nichts mehr. Und doch, finden wir hier noch einen Schatzgegenstand. Den brauchen wir einen 7 Druiden für. Den habe ich mal eben gerade schnell gekauft. Haben wir noch einen 9 Druiden hier entdeckt. Jo. Und der bringt es auch. So.
Das ist jetzt sehr wahrscheinlich schon der nächste Part. Oh, noch ein Siebdrüger. Ja, dann nehmen wir halt den hier. Dann kann der eventuell irgendwelche Schatzgegenstände für uns ausbuddeln. Und wäre schon gut. Akbar. General Akbar ist wieder hier. Freut mich, freut mich, freut mich. Achso, das kann der Herr Akbar auch erledigen. Das ist natürlich umso besser. Das kann er nicht. Dafür brauchen wir BB-8. So. Und zack. Wenn jemand einen Schatzgegenstand sieht, schreit er. Ich weiß, ich habe das Wort Schatzgegenstand in den letzten paar Minuten sehr häufig gesagt. Und da brauche ich mal dich für. Hervorragend. Einfach mal aufbauen. Einfach mal aufbauen. Danke, das reicht schon. Kannst du auch noch meinen Kaffee umrühren? Das reicht schon. Danke. Was? Hast du doch nicht umgerührt. Schatzgegenstand. Ich vermisse noch einen Schatzgegenstand. Oh, ich sehe was, was du nicht siehst. Das liegt in einer Feuerflamme. Ich komme nicht dahin durch. Kann der Druide dahin durch? Nein, kann er nicht. Ist hier jemand feuerresistent? Du eventuell? Nein, dafür das auch nicht. Feuerresistent. Haben wir einen Löschdruiden oder sowas? Nicht. Ja. Kannst du irgendwas mit Wasser? General Akbar? Wäre doch möglich, oder? Du bist doch ein Wasser. Hast doch dort Wasser in deinem Stab, oder? Eventuell ein Feuersturmtruppler könnte das eventuell noch machen, aber. Er kann es auch nicht. Müssen wir wohl später nochmal wiederkommen. Ich weiß, wo er ist, der Schatzgegenstand, aber. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Kann mir das vielleicht mal irgendwann jemand in die Kommentare schreiben, damit ich jetzt weiß, wie ich da hinkomme. Er hat ja diese Wasserspritze. Das könnte eventuell effektiv sein, aber. Scheint auch nicht viel zu bringen. Wie kommt man an diesen Gegenstand? Mit einem Feuertruppler könnte sein. Ja, aber nichts mehr freigeschaltet. So, da haben wir hier noch. Oh, zwei Minikits. Diesen Schatzgegenstand zu finden. Der war ein Minikit. Ein Minikit noch zusätzlich suchen und ein. Und dieses Dings freischalten dort irgendwie. Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann weiß ich's Bescheid.